Ab auf den Friedhof. Der Bischof müsste ja auch bald wiederkommen. So, ein neues Grab brauchen wir. Machen wir einmal mal hier vorne. Kann ich eigentlich ein anderes Grab irgendwo anders hinpacken oder bleiben die alle feststehen? Entfernen? Ah, okay. Ja, ich glaube nicht. Na gut, dann bereiten wir das Grab vor. Die Leiche da rein. Und zugraben. Bestattungsurkunde. Alles klar, die kann ich später zum Hoadrick bringen. Mein Friedhof hat die Qualität minus 11. Das ist halt, ja. Ich müsste mal ein paar Sachen herstellen. Ein paar Kreuze und sowas. Wo kann ich denn das, kann ich das hier herstellen? Nee, sieht mal nicht so aus. Königliche Dienste. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Okay, also ich muss die Kirche erst eröffnen, dass ich das machen kann. Was steht denn da? Dieser Teil ist wegen des uralten Fluchs gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Ein uralter Fluch. Also die linke Seite kann ich komplett gar nicht benutzen. Okay, warte mal. Wie stelle ich jetzt hier Sachen her? Technologien. Ich muss wahrscheinlich ein paar Sachen lernen. Einfache Grabsteine hier. Herstellen holzerne Grabumrandung. Fügt dem Grab 1% hinzu. Gefertigt an Werkbank für Holz. Also ich muss an eine Werkbank dran. Ich muss eine Werkbank finden. Kann ich ansonsten irgendwie was lernen? Metzger, du weißt, wie man mit Fleisch umgeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen von hartem oder weichem Zeug einen Fehler machst, ist geringer. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch unbedingt brauche. Meister sammeln. Okay, das kann ich noch nicht machen, weil ich keine blauen Steinchen habe. Umpflanzen. Platz für einen Bärenstrauch. Platz für einen Apfelbaum. Ich glaube, das wird vor. Das könnte ich gebrauchen, sobald ich den Garten bei mir am Haus erworben habe vom Hoadrick. Ich muss mal im Hoadrick fragen, wie viel mich das kosten würde. Ansonsten. Ah, ja, hier, sägen. Ja, das brauche ich. Ja, freischalten. Okay, dann kann ich schon mal sägen. Das ist gut. Bergbau. Kohle sammeln. Kann aus Kohlenadern in Bergen gewonnen werden. Eisenerz. Das kann ich wahrscheinlich. Also, Eisenerz kann ich wahrscheinlich einschmelzen. Und mit dem Eisen kann ich irgendwas herstellen. Kann ich aber sowieso nicht lernen gerade. Kochkünste. Brennholz. Ah, Holzkeile brauche ich, um die Wege da unten frei zu machen in den Tunneln. Also das könnte ich auch lernen. So, okay. Dann brauche ich jetzt eine Holzwerkbank. Ich muss zu einer Holzwerkbank und ein paar Kreuze herstellen und sowas und Zäune. Kann ich das hier machen? Feuerbestattungsort? Was? Feuerbestattungsort? Information? Alles klar, keine Information. Ja, nice. Muss ich wahrscheinlich noch freischalten. Wo finde ich denn hier eine Holzwerkbank? Hier nicht. Ah, das ist ein Schleifstein. Kann ich hier jetzt Sachen herstellen? Ein Sägebock. Ah, ach so.
Ah, okay. Alles klar, jetzt habe ich verstanden. Ich muss mir die Sachen erstmal craften. Also ich muss mir die Sachen erstmal herstellen, dass ich Sachen herstellen kann. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür muss ich erstmal Platz hier frei machen. So, alles weg damit. Okay. So, das packen wir auch hier drauf. Das kann ich nicht wegmachen. Da, das machen wir auch mal weg. Und hier oben haben wir auch noch Platz. Schön, schön, schön. Dann verschönern wir unser Haus erstmal. Oder machen es mal nutzbarer. Okay. Und jetzt kann ich mir einen Sägebock herstellen. Den Sägebock stellen wir uns mal hier hin. Dann kann das Ganze bauen. Und jetzt kann ich Balken sägen. Nice, 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 nice. Okay, da reicht meine Energie nicht dafür. Schade. Was kann man da noch herstellen? Holzhackplatz habe ich nicht genügend für. Hof vergrößern, da brauche ich irgendwie... Da brauche ich komplexe Eisenstücke für. Steinvorrat, okay. Und entfernen halt. Aber es passt so, entfernen will ich gerade nichts. Gut, gut, gut. So, mal kurz gucken, was ich eigentlich dafür brauche, um den Weg hier frei zu machen. Dafür brauche ich Holzplanken, Holzkeile und einfache Eisenstücke. Einfache Eisenstücke habe ich, ich brauche nur noch die zwei anderen Sachen. Da ist ja nichts mehr drin. Eine Kiste will ich gerade nicht bauen. Wie kann ich einen Holzplanken herstellen? Sägen. Ah, das muss ich noch lernen. Ich baue noch drei rote Punkte, um Holzplanken herzustellen. Okay. Dann könnte ich eigentlich hingehen. Was kann ich eigentlich hier machen? Ah, hier kann ich das Wasser holen fürs Mehl, für die Brötchen. Ah. Okay, dann, ja, ich brauche Energie. Ich müsste nochmal schlafen gehen, dass ich Energie bekomme. Ab ins Bett. Energie auftanken. Hey, wurde mir jetzt schon wieder eine Leiche gebracht? Er geht aber schnell hier. Also jedes Mal, wenn es glöckelt, war der Esel da. So, ich mach mal kurz das Holzstückchen da fertig. Habe ich noch was? Nee, das waren ja nur zwei. Okay. So, da unten liegt nochmal so ein Teil. 93%. Alles klar. Was? So. Wir schneiden natürlich wieder ein Stückchen Fleisch daraus. Ja, normal. So macht man das. Denn sobald ich mit der Schlange gesprochen habe, ja, kann ich über, auf jedes Fleischstückchen ein Siegel draufpacken und das dann verkaufen. Und das ist alles extra Kohle, die ich dann habe. So, jetzt lassen wir mal kurz hier nochmal ein neues Grab erstellen. Machen wir mal... so. Schön graben.
die Leiche da rein und zugraben. Alles klar. So, jetzt gehen wir zum Hoadrick. Nochmal zum Hoadrick. Die Urkunden auf jeden Fall verkaufen und nach dem Grundstück fragen, wenn wir das können. Und was müssen wir noch machen? Eine Flasche Wein holen, da müssen wir zum Astrologen für. Der Astrologe hilft uns dann weiter mit dem Hexenportal. Genau, so war das. Ah, und der Geist, der wollte ja von mir noch, dass ich die, warte mal, das könnte ich eigentlich jetzt, oder? Nee, das mach ich später. Mach ich später. Der wollte ja, dass ich die, das eine Grab, ausgrabe. Und die Leiche in den Fluss werfe. ja. Kann ich das jetzt pflücken? Nee, okay. Habe ich nicht irgendwie eine Pilztechnologie bekommen? Naja, egal. Ab zum Ho... Wer ist denn dort? Oh, der Inquisitor. Nicht jetzt. Wow. Okay. Jetzt dachte ich gerade, ich könnte mit ihm sprechen, weil mit dem Inquisitor habe ich noch gar nicht gesprochen. So. Hoadrick, mein alter Freund. Gut, dass du mit deinem Schwert umgehen kannst. Kretzvold hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier, ein Bier für dich. Geht aufs Haus. Alles klar. Okay, dankeschön. Frage nach dem Garten, genau. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir darüber etwas sagen? Oh, der Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemandes Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, leeres Beet. Warte mal, habe ich jetzt die Erlaubnis? Hör weiter zu. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Ach so, okay, ich muss vorher mit dem Händler reden. Alles klar. Es ist nicht rechtens, dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Mach ich. Na klar, ich rede mit ihm. Eine neue Aufgabe. Er kommt jeden, keine Ahnung, um mit den Einwohnern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. Südlich der Taverne die Scheune. Okay. Frage, wie du nach Hause kommst. Nope, handeln. So, ich habe ja hier noch ein paar Erlaubnisse. Zack. Ich meine Urkunden. So, das passt. 3 Silber. Vielen Dank. Ich brauche von ihm eigentlich nichts. Was ist das da? Ein Ruhestein. Nein, ich wollte gucken, was das macht überhaupt. Kann ich das nicht nachgucken? Was... Steht nichts dabei, was es macht. Ein Ruhestein. Ja, für was ist der Ruhestein da? Ich will ihn ja nicht einfach so kaufen. Ja, keine Ahnung. Okay. So, mal gucken kurz. Du musst nach Hause zu deiner Frau kommen. Aktiviere das Portal auf dem Hexenhügel. Rede mit dem Astrologen über das Portal. Yo. Warte mal, mit der Frau Anmut. Wo ist denn die? Okay, die ist gerade nicht da. Wer ist das da eigentlich? Kapitän. Ah, so ein Pech. Nicht heute. Ah, ist ein Glücksspieler hier. Mit dem kann ich später bestimmt noch spielen hier. Mit dem kann ich nicht reden. Mit dem... Ah, dem muss ich ja noch die Tinte bringen. Und das Papier. Gut, dann... hallo, kann ich da bitte durch? Dankeschön. Dann, ich muss zum Astrologen. Und mit dem Händler muss ich sprechen. Und der Händler ist in, ich weiß nicht, was die Zeit zu sagen hat. Also ich kann das, keine Ahnung. Das oben links, das Zeichen, dann ist er da. Ich glaube, das ist kurz vor Sonnenuntergang. Maybe.
In der Scheune südlich von der Taverne. Okay. So, ich laufe jetzt aber mal da runter. Was gibt's denn da unten? Alles klar, da komme ich nicht durch. Warum nicht? Der Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein. Okay, ich habe keinen Passierschein. Aber gut zu wissen, es gibt also auch nur eine Stadt hier. Also Richtung Süden ist die Stadt. Was gibt's hier rechts noch? Kann ich hier eigentlich auch was ernten? Wenn gerade keiner hinguckt? Nee, kann ich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Da ist eine Art Ruine. Warte mal, wer ist denn das da? Digo. Jo, reden wir einfach mal. Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Hä? Glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein, Digo. Das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden. Meine Gewürze und Süßigkeiten. Darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bringe dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Wow, alles klar. Honig braucht er also. Dann bringt er mir bei, wie man Kuchen backt. Schön. So, wo bin ich jetzt gerade? Aha. Da ist noch was. Was ist das für ein Teil? Ich kann es nicht ganz erkennen. Brauchen die Technologie, okay. Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter spazieren. Da ist ein See. Was kann ich denn hier machen? Ah, Äpfel pflücken. Ach so. Joa, hauen wir aber mal den Stein da weg. So, die Äpfel kann ich nicht pflücken. Wahrscheinlich, weil sie noch grün sind. Nee, die Äpfel kann ich auch nicht pflücken. Okay, komisch. Warum konnte ich jetzt ausgerechnet den Apfelbaum pflücken und die anderen nicht? Wahrscheinlich, weil sie noch nicht reif sind. Aber der ist auch noch reif. Erstmal Äpfel klauen. So, das ist der Leuchtturm. Das müsste der Leuchtturm sein. Und das müsste dann... Leuchtturmwärter. Achso, okay. Ich dachte schon, das wäre der Astrologe. Heilige Makrele, mein Jung. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute dein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel. Und außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich dabei. Klar. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bringe dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Nice. Na dann. Legen wir los, oder? Oder doch nicht?